Ja, Leute, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Aufgrund meines kleinen Fauxpas ist die letzte Folge etwas kürzer geworden. Aber ich denke, das können wir alle verschmerzen. Ich gehe jetzt hier erstmal kurz die Felshaufen looten. Belebende Halskette. Das klingt nach Life-Rack. Ich weiß gar nicht, was wir im Moment haben an Hals. Wir haben die als Arztmedaillon. Nö, das ist mit in Kombination mit dem erneuernden Ring ist mir das Arztmedaillon ehrlich gesagt lieber. Mehr Leben, eine Giftresistenz. Da brauchen wir die Beleben. Wobei, Moment mal. Accessoires, was haben wir denn noch für einen coolen Ring? Okay, wir haben keinen coolen Ring mehr. Habe ich irgendwelche abgelegt? Wir hatten mal irgendwas, was nicht schlecht war. Aber gut, 5% Schaden und 5% Schadensresistenz ist jetzt nicht so cool. Da belassen wir es mal dabei, wie es im Moment ist. Sterblicher? Tyrdons Beinpanzer des Krieges. Lass mich raten, Macht. Wer hätte das gedacht? Auch eine ziemlich schwache, ein ziemlich schwacher Set-Gegenstand. So. Und der Sand zeugt einen Sterblichen. Hallo Florian. Ich grüße euch. Ihr seid seltsam. Etwas an euch erinnert ganz eindeutig an einen Feind. Vielleicht meine Klingen, zack. Das wäre cool. Erzähl mal was über dich. Ich leite den Zirkel von Engard bei seinen Pflichten an. Meine Verbündeten und ich dienen dem Champion der Tapferkeit. Nicht dem sterblichen Heuchler, sondern dem Feind Engard. Unglücklicherweise gibt es den Champion seit seiner Niederlage in der Arena durch die Hand eines Sterblichen nicht mehr. Hier, melde mich freiwillig. Haus der Tapferkeit. Engard, der Champion der Tapferkeit der Feien, wurde vor Jahren im Haus der Tapferkeit von einem Krieger der Varani im Kampf besiegt. Gemäß der Feien-Tradition fiel die Kontrolle über das Haus jenem Sterblichen zu und die Feien mussten es verlassen. Narka. Sie sind unsere Brüder, befallen von demselben Fluch wie der Almain Alat. Ohne Behandlung verändert der Fluch Geist und Rolle der Betroffenen. Wir nennen diese Brüder Narka. Sie durchwandern die Wüste von Alserund und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Sie können Freund und Feind nicht unterscheiden. Es wird eine Weile dauern, bevor der Weg durch den Sand sicher ist, ohne dass diesem Dilemma Einhalt geboten wurde. Feind-Champion der Tapferkeit. Wir vertrauen darauf, dass er wieder in Amalur erscheinen wird. Jeder Feie muss eine Funktion erfüllen und die des Champions kam Engard zu. Wenn der Champion zurückkehrt, wird der Zirkel von Engard wieder zu den Waffen greifen und unsere Kampfesriten werden die Erde erschüttern. Feind von Alserund. Einige unserer Brüder sind fortgegangen, wie etwa unser Champion Engard. Andere verloren den Verstand und wurden zu Narka. Der Rest von uns blieb hier, dem Land zuliebe. Wären wir den Narka-Fluch los, würden wir mit Wonne unserem Champion folgen. Die Feien. Wir sehen durchaus, dass unsere Präsenz in der Türe rapide abnimmt. Wenn wir die mit dem Haus der Tapferkeit verlorenen Traditionen erneut etablieren, können wir unsere Präsenz in der Region vielleicht stabilisieren. Alserund. Die Feien sind hier viele Kreisläufe lang aufgeblüht. Aber so wie die Zyklen sich entwickeln, könnte das schon bald ein Ende finden. Warum wurde der Almain gefangen? Ihn freizulassen wäre von Nachteil. Für Feien ebenso wie für Sterbliche. Warum? Allerdings spüre ich an euch etwas Ungewöhnliches. Vielleicht könntet ihr ihm helfen. Wir nehmen an, dass durch das Ritual der Tapferkeit eine Heilung möglich wäre. Was ist mit dem Almain passiert? Habt ihr meine zornigen Sommerbrüder draußen im Sand bemerkt? Ja. Sie greifen jeden an, ob Freund oder Feind. Wir vom Zirkel nennen das die Narka-Krankheit. Sie ist ein Fluch magischer Natur. Betroffene sind Argumenten oder Ähnlichem nicht zugänglich. Der Almain wurde ein Opfer des Fluchs. Und obwohl sein Verstand nicht betroffen scheint, klagt er über Schmerzen. Wir müssen ihn untersuchen und deshalb bleibt er hier. Wie kann man dem Almain helfen? Die Antwort liegt in der Kora-Blüte. Ihre Heilkräfte können den Almain von dem Fluch befreien. Ihr findet sie auf dem Gefäß des Wächters der Höhlen, dem Kora-Borka.
Das Ritual der Tapferkeit erweckt den Wächter, der in diesem langen Winter bisher geschlafen hat. Besiegt ihn, dann könnt ihr die Blüte von seinem Gefäß pflücken. Ich will nichts von seinem Gefäß pflücken. Pfui. Das ist ja ekelhaft. Okay. Geht zu den Höhlen des Zutritts am Fuße des großen Dorns. Im Inneren befinden sich 3 Siegelsteine der Errati. Sie sind durch einen Wasserfall, eine Säule und einen Baum markiert. Ihr müsst sie in dieser Reihenfolge aktivieren. Jeder Stein belegt euch mit einem Fluch. Sobald der letzte Stein aktiviert ist, wird euch eine Bestie mit vielen Ranken in eurem geschwächten Zustand herausfordern. Besiegt sie und bringt die Kora-Blüte zu uns. Ja, da kann man schon mal so einem alten Borka ans Gefäß fassen. Den Ritus abschließen. Ihr müsst in den Höhlen des Zutritts 3 Siegelsteine aktivieren. Sie sind durch einen Wasserfall, eine Säule und einen Baum markiert. Jeder Stein belegt bei der Ende des Rituals erscheint eine Bestie. Wir haben lange auf die Rückkehr des Champions gewartet. Wir warten immer noch. Da ist der Almein, okay. Dann gucken wir doch mal, wie weit ist das denn weg? Das ist ein Schleif. Das werden wir in der Folge nicht schaffen. Ich hätte es cool gefunden, wenn wir die Quest vielleicht hätten abschließen können, aber... Ach nee, das ist ja noch die Eisenring. Moment. Entführt. Das ist cool. Das machen wir dann in der Folge auf jeden Fall noch. Das ist nice. Also, wir betreten den Dungeon. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich weiß ja nicht, wie groß der ist. Wobei ich jetzt mal nicht davon ausgehe, dass der ultra riesig ist wie... Ich weiß gar nicht, welcher... Einer der letzten Dungeons war so groß. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher das war. Aber dann geht's jetzt erstmal in die Höhlen des Zutritts. Und wenn wir schon mal da vorne sind, dann nehmen wir erstmal noch den Felshaufen am Eingang mit. Einfach nur, damit mich das nicht die ganze Zeit nervt. Ich kenne mich ja. Ist das Gejaule von der Trulla da oben oder was? Ich glaube schon, ne? Jo. Der hat sich einen gelohnt. Ich gehe nicht davon aus, dass ich hier drüber laufen kann. Korrekt. Warum habe ich es überhaupt probiert, ich kleines Naivchen? Waren hier irgendwelche Gegner, die wir schon geklatscht haben, oder was? Was ist da hinten? Pilger. Era Ondrik. Gucken! Oh, hier können wir tauchen. Beziehungsweise es durchsuchen. Oh, ein einfacher Heiltrank, das ist doch cool. Da ist eine Truhe, die nehmen wir auch mal lässig mit. Da sind wir doch gar nicht so. Easy going. Noch ein einfacher Heiltrank. Dankeschön. Mitaru-Schrein. Eine neue Seele in Alserund. Sagt mir, seid ihr auch wegen Mitarus Ritus hier? Seine Stimme ist klar und deutlich für all jene, die wahrhaft glauben wollen. Alter, die wirkt ja total hypnotisiert. Weil ich kann nicht einkaufen. Das ist gut, erzähl aber erstmal was über dich. Ich bin Apothekerin und hatte mich nie mit großen Themen wie dem Himmel oder den Plänen der Götter beschäftigt. Aber dann verlor ich meine Mutter. In meiner Trauer kam ich hierher in die Wüste, wo ich plötzlich eine Stimme hörte, die mich zu dieser Oase führte. Und in meiner schwächsten und verzweifeltsten Stunde tröstete mich Mitaru und bat mich, ein Opfer zu geben. Seitdem führe ich andere hierher. Na prima. Stimme. Die Stimme gehört natürlich niemand anderem als Mitaru persönlich. Er spricht an diesem Ort, an dieser Oase zu uns. So wird's sein. Der große Mitaru hält das Schicksal unserer Welt in den Händen. Ohne seine göttliche Ordnung würde alles im Chaos versinken. Unsere Aufgabe ist es, seine Botschaft tatsächlich zu leben. Oh Gott. Okay, ich kaufe bei dir was. Beziehungsweise... Können wir erstmal das bisschen Plunder verkaufen. Ich möchte eigentlich auch nur verkaufen.
Mal ganz kurz gucken, was sie jetzt an verschiedenen da hat. Rezepte, Eragons Gefährten. Das hat sie von uns. Waren ja unsere Gegenstände gerade. Wir gucken mal. Einfach, ich zerleg das Zeug jetzt mal nicht, sondern mach das jetzt mal auf den ganz klassischen Weg. Das Faustschild war auf keinen Fall besser. Immer wenn ich was verkaufe und die Gegenstände nachrutschen, droppen die Frames um 4-5 Frames. Das ist nicht gut. Die Halskette brauchen wir im Endeffekt auch nicht. Den Ehering könnten wir verkaufen. Ich habe keinen Plan, ob ich den noch für irgendwas brauche. Diesen Ring. So, die 2 Mana-Tränke weg. Hier sind jetzt die ganzen Zutaten. Quatsch, Materialien. Komm, wir lassen das erstmal so. Das ist okay, wir sind wieder bei 28 von 90. Dann haben wir da schon mal wieder ein bisschen für Ordnung im Inventar gesorgt. Und jetzt betreten wir... Warum läufst du? Warum bleibst du die ganze Zeit hängen? Weil da ein bisschen Wasser ist, oder was? Höhlen des Zutritts. Oh, da hinten ist schon mal der Wasserfall. Wie war die Reihenfolge? Wasserfall, Säule, Baum, ne? Glaube ich. Das muss ich in der Folge noch machen, weil in der nächsten habe ich es vergessen. Und in der Quest steht es bestimmt nicht drin. Siehst du? Also müssen wir das in der Folge so oder so machen. Oder gibt es hier eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als dass wir immer an den richtigen Steinen vorbeikommen. Mit dem Ritual beginnen. So, Wasserfall. Coolio. Wir F5 mal. Shit. Hey. Wow, habe ich die Rauchbombe jetzt so legendär verschwendet? Das kann ja nicht wahr sein. Das sieht ganz schön verworren aus. Sieht aber auch so aus, als seien das hier nur so ein paar Lulli-Gegner, vor denen wir nicht wirklich was zu befürchten haben. So ist es auch. Ich stürze mich da rein. Ich kann gerade diese ganzen kleinen, wuseligen Gegner... kann ich sowieso mit dem Schleichen nur ganz, ganz schwer was gegen machen. Weil die sich, wie ich finde, oder für mein Empfinden, relativ unvorhersehbar bewegen. Und deswegen, wir haben genug Power. Das heißt, ich kann hier mal wieder ein bisschen mehr in die Massen gehen. Jetzt will ich aber doch erstmal gucken. Minus 50% Schadensresistenz. Ordentlich. Ich bin mal gespannt, was die anderen beiden Flüche beinhalten. Oder mit uns anstellen. So. Da konnten wir wenigstens noch ein bisschen rumschleichen.
Perfekt. Kutte des Arkanisten. Ja, komm. Wir nehmen es mit, brauchen wir uns gar nicht angucken. Ist eh nichts für uns. Da hinten ist der Stein. Okay, offensichtlich werde ich geleitet. Das heißt, es ist gar nicht schlimm, wenn wir es in dieser Folge nicht schaffen. Oh Junge, er flackert. Ah, komm her. Sie hat einen Fokus verloren gehabt. Perfekt. Jetzt platziert sie sich so, dass wir sie killen können. Das ist ja super. Dash war dumm. Glutaugen hat die gute Dame dabei. Ach, das sah aus. Es hat gerade geschimmert wie eine Truhe. Oh, Quallen. Quallen sind faszinierend. Quallen sind wirklich faszinierend. Sie bestehen aus Schleim. Ich finde, das ist faszinierend. Ich habe noch nie eine Qualle angefasst. Glaube ich. Oder doch? Vielleicht in Australien. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall keine giftige. Das hätte ich mir gemerkt. Aber wir waren tatsächlich, als ich war, wann war ich in Australien? 2000, ich weiß nicht. 2009 oder so. Stop it! Wow, das war ein Killer-Crit. Auf jeden Fall waren wir da tatsächlich an einem Strand, der zu der Zeit von giftigen Quallen ja, befallen war. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht mehr, was das für welche waren. Aber es wurde strikt davor gewarnt, ins Wasser zu gehen. Was ich ohnehin nicht gemacht hätte. So, das ist die Säule, ne? Es ist eine Säule. Prüfung der Stärke. Na toll, wie viel Schaden geht uns jetzt verloren? Das kann eigentlich nichts anderes sein. Minus 50% Schaden, geil. Und das andere ist wahrscheinlich minus 50%... Keine Ahnung. Mana irgendwas? Vielleicht irgendwas, was uns egal ist, ausnahmsweise mal? Ich hab keine Ahnung. Gut, dann hauen wir hier erstmal alles um. Kann ich dich oder stehst du so doof an der Kante? Ich kann. Dann kann ich dich auch. Gut. Falsch, wo ist der? Da. Den kriegen wir auch. Perfekt. Türdon-Schrein. Was macht der denn nochmal? Plus 20% Schaden, das ist immerhin schon mal nicht so schlimm. Jetzt haben wir nur 30% Schadenverlust. Das ist in Ordnung. Ich glaube, da kann ich mit leben. Ich will aber erstmal noch hier gucken und die Truhe mitnehmen. Hallo? Wo kommen wir denn da hin, wenn wir die Truhe da lassen, obwohl wir sie genau sehen? Aber ich glaube, die Gegner lasse ich einfach mal stehen.
kümmere mich nämlich mal. Die wahrscheinlich, weiß ich nicht, 200, 300 Erfahrungspunkte, die können wir uns tatsächlich sparen. Ich denke, wir sind, wir laufen nicht Gefahr, das Maximallevel nicht zu erreichen. Einer ist uns tatsächlich schon hinterhergelaufen. Ach komm, wir machen das in der Folge noch fertig. Was soll denn der? Ich wollte, habe jetzt gerade überlegt, die Folge zu unterbrechen, aber das ist ja Blödsinn. Das wäre jetzt noch zu Ende gemacht. Wo ist hier eine Truhe? Oh, hier. Mit einem Herzendruck auf F5. Ach hey, Agilität. Wie viel Bewegungsgeschwindigkeit geht uns bitte verloren? Ich hatte gerade kurz beim Laufen das Gefühl, gar nichts. Minus 25% Chance auf Ausflucht. Oder minus 25 ohne Prozent. Was ist denn Ausflucht? Ist das Evasion, also Ausweichen quasi? Ich weiß nicht. Wir beschaffen jetzt noch die Blüte. Claro. Clarissimo. Da ist der Borka. Unsere Schattenleiste ist nicht voll. Ich weiß nicht, wo bei dem Borka vorne und hinten ist. Sehr geil. Das war schwer. Ja gut. Das war einfacher als gedacht. Sehr gut. Wenn ich da jetzt... Wenn ich da jetzt die Folge beendet hätte, das wäre ja ein bisschen lächerlich gewesen, nicht wahr? Ja, wir müssen hier lang. Das wäre ja ein bisschen lächerlich gewesen. Aber die Quest abschließen, das werden wir tatsächlich in der nächsten Folge erst machen und dann zurück zum Lager laufen. Jetzt erstmal zurück nach Alserund. Und an dieser Stelle gibt's den Schnitt. Ich sage, danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die Quest abgeben und den Almain hoffentlich befreien können.